Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us Part 2, die Remastered-Version für die PS5. Ha, was für ein strahlendes Wetter. Richtig strahlend heute. Und vor allem, wir leben noch. Ja, wir machen uns gleich weiter auf. Wir müssen Richtung Fernsehsender. Wir suchen Lia und Informationen, Infos. Mit dem Standort von Abby. Ja, wir springen jetzt hier runter und gucken mal, wie es weiter hier so abläuft. So, weiterhin viel Spaß mit The Last of Us auf meinem Kanal. Gehst du da hoch? Müssen wir da hoch? Mal kurz gucken, bevor ich jetzt hier irgendwo draufklicke. Okay, wir sind drüber. Ja. Und jetzt? Da wahrscheinlich. Wo ich gucke erstmal kurz hier. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Ah, hier ist das Tor von einer Seite Richtung Tankstelle. Okay, wir müssen darüber. Man muss nur alles genauestens erst einmal kontrollieren, ob da nicht ein paar Flaschen rumliegen für uns. So, aber jetzt können wir einmal die Räuberleiter. Hey, Dina. Da geht es Ja. weiter. Über die Räuberleiter geht es weiter. Nimm meine Hand. Okay. Na dann. Ja, nimm doch mal die Hand. Na, nehmen Sie doch. Nehmen Sie doch, jawohl. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm. Ein neues Ziel vor Augen. Aber der Weg bis dahin. Ich glaube, der Weg bis dahin könnte noch. Ja, es sieht so nah aus, ne, aber. Ist ja immer so hier im Spiel. Die Ziele sind immer nah. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Na, so was. Klappe. Ich hätte dich das nie allein machen lassen. Ich bin auch froh, hier zu sein. Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Ist in eine Falle gelaufen. Ah. Eine was? Explosivfalle. Pass auf, wo du hintrittst. Halleluja. Halleluja. Sprengfallen. Alter. Huhuhuhu. Man könnte sie jetzt hierher locken, oder? Man könnte sie jetzt hierher locken. Aber das sind nur zwei. Da wird einer von denen wird dann. Einer von denen wird dann beseitigt, ein anderer kommt dann durch, wa? So stelle ich mir das vor. Ah, mein schöner Ziegelstein, den muss ich jetzt opfern. Wir könnten natürlich den hierher locken, das stimmt wohl. Komm mal her. Komm mal her. Komm her. Jetzt komm doch her, Junge. Ich möchte den Stein nicht. Hallo. Ja, was ist denn das? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt kommt schon. Anlocken, anlocken, anlocken. Toll. Vom Wegen mit anlocken. Jetzt hätten wir es mal gebraucht. Naja, gucken wir erstmal hier ein bisschen rum, was wir hier so haben. Okay. Pumpgun-Munition.
Eine Lotterie. Oh, eine Karte. Schau mal eine an. Die gönnen wir uns gleich mal. Candelabra. Echter Name Sophie O'Coin. Intelligenz 60, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Diese Heldin ist ein Leuchtfeuer in der dunkelsten Nacht. Ihr Spitzname rührt von den Flammen her, die aus ihren Händen und durch die Haare lodern. Ursprünglich stammt sie aus der vulkanischen Region Auvergne in Frankreich, wo sie in glühende Lava fiel, als sie ihren kleinen Bruder vor Dr. Ackmans Schergen beschützen wollte. Diese hielten sie für tot, doch sie entstieg dem Lavasee bei bester Gesundheit und kann seitdem Feuer als Waffe einsetzen, solange ihr nicht kalt wird. Wenn sie nicht für die Society of Champions arbeitet, jagt sie Dr. Ackman, da sie glaubt, dass dieser ihren Bruder gefangen hält. Heldin. Dr. Ackman, Ackman. So, wir sind komplett voll, ne? Wir müssen... Ja, wir sind komplett voll. Eine Schande, das hier alles liegen lassen zu müssen, aber leider. Aber leider. Sind wir voll. So, ja, wir müssen leider. Alter, komm schon. Warum sieht die mich nicht? Ist nicht dein Ernst? Leck mich doch am Arsch. Wenn ich jetzt das hier mache? Oh, 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 oh. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt haben wir doch beide bekommen, aber so in etwa. Okay. Das wäre das. Also das war schon, ne, ein Sechser im Lotto. So hab ich mir das vorgestellt. Pass auf, da ist noch eine. Dina, pass auf. Nur mal kurz eine Flasche mitnehmen, die hier noch lag. Wer weiß, wozu es gut ist. So war es gut. Perfekt. Vollgepackt. Schätze, wir müssen hier runter. Wow, das sieht schon... Wow. Das sieht mal wieder echt. Ich liebe das. Ich liebe dieses Feeling. Aber erstmal weiter, Bildleiter. Hey, warte kurz. Erstmal weiter über die Leiter. Bisschen Schrott und ein Zettel. Immer noch keines Gas. Noch 4 Stunden Schicht. Scheiße! Ich glaube, da hat einer ein bisschen Langeweile. Ich glaube, da hat einer ein bisschen Langeweile. Irgendwelche Wurfs? Ich sehe keine, aber schwer zu sagen. So, wir hatten hier alles, glaube ich, soweit kontrolliert. Auch hier innen drin war was alles, ne? Keine extra Tür oder so. Einfach nochmal nachgucken. Nicht, dass wir hier irgendwie eine Tür übersehen haben. Nein. Hier ist nichts. Nothing. Außer ein bisschen Krempel, der zu voll ist für uns. Na gut. Huh. Wo wir jetzt weitergehen, ne? Genau, hier war einfach nichts, alles klar. Na dann. Aufrichtung TV-Sender. Aufrichtung TV-Sender.
Na dann, let's go. Oh, Annie? Fuck, mir geht's gut. Na los. Oh, mein Hintern tut weh. Boah, das ist schon... Das sieht schon echt sehr, sehr krass cool aus. Diese Lia? Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen wählen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe, ob du willst oder nicht. Keine gute Situation. Ja, das ist wohl wahr. Er war ja nicht allein. Er hatte ja eine Zeit lang jemanden. Und in der TV-Serie war der gute Frank ja auch weniger so ein Arschloch wie im Spiel dargestellt. Die berühmte dritte Folge der ersten Staffel. Wo man sie... Liebesgeschichte sozusagen kennenlernt. Ach ja. Bill, ja, was macht er eigentlich? Das wäre auch krass, wenn der in Part 3, wenn die sich die Wege wieder kreuzen würden mit Ellie, und man dann mit Bill zusammen, Ellie und Bill dann ein bisschen rumreisen würden und dann würden einige Dinge ja, so erzählt werden von früher mit Joel. Das wäre auch krass. Wir wissen immer noch nicht genau, Joel hat damals irgendetwas getan, wofür Bill ihm dankbar war, dass er ihm das, also noch was schuldete. Wir wissen aber nicht genau, was es war. Das wäre interessant, was in so einer Rückblende vielleicht rausfinden würde. Das würde mir gefallen. Die Rückkehr von Bill. Boah, die ist überwachsene hier, ne? Aber der Panzer, der war nicht überwachsen, komischerweise. Hm? Hey, da. Wer das wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurst zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Tja, in jedem, fast jedem Spielfilm der Apokalypse kommen irgendwelche religiösen Fanatiker. Und das ist natürlich, ja, das heißt, die haben sich ja halt auch ein Leben hier aufgebaut, ne? Fern von Technik. Allerdings merkt man hinterher so richtig fern von Technik, also wenn es um Waffen geht, sind die sich dann doch uneins, dann benutzen sie sie doch ganz gerne. Aber diese Person, die lernt man ja nicht kennen. Die ist scheinbar schon lange tot. In der Serie allerdings, in Staffel 2, könnte sie vielleicht nochmal eine Rolle spielen, dass man sie vielleicht kennenlernt. Man könnte vielleicht annehmen, dass vielleicht... Es gibt ja eine berühmte Schauspielerin aus Kevin allein zu Hause. Die Mutter, die spielt in der Serie mit. Es könnte sein, dass sie vielleicht die Rolle von ihr da einnimmt. Man weiß es nicht genau.
Oder sie kriegt eine andere Rolle. Auf jeden Fall macht diese Person da mit in der Serie. Bin gespannt. Die Staffel 2 soll ja auch, beziehungsweise hier Part 2 soll ja auch mindestens 2 Staffeln bekommen. Bin sehr gespannt, wie es auch da weitergeht. Oh, ein Zettel. Viv, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in euer Haus eingedrungen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, ihnen zu erklären, wie schwer wir es hier haben, dass die Väter uns vergessen hat und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphitengebiet in seiner Tasche gefunden. Ein Gebet, Seraphitengebet in der Tasche gefunden. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Wow und Heather. Die Seraphiten, so nennen sie sich also. Und sie scheint wohl die Anführerin gewesen zu sein und die Gründerin. Seraphiten. Ähnlich wie die Kinder des Atoms. Da komme ich nicht hin. Alles kontrollieren, alles angucken. Ob hier nicht irgendwo irgendwas ist. Aber wir können weitergehen. Hier ist nichts mehr. Somit haben wir jetzt sozusagen das erste richtige Seraphitendenkmal hier gefunden, den ersten Hinweis auf die Gruppe. Jetzt werden wir im Verlauf wahrscheinlich noch immer mehr über die Seraphiten kennenlernen. Wir haben bis jetzt nur sowas wie in Informationsblätter hier in so Schreiben gefunden, religiöse Fanatiker und so, aber niemals so richtig, was es denn für Typen sind. Ab jetzt geht's los. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch mehr Informationen über die, über eine weitere Überlebensgruppe. Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Oha. Das waren aber Infizierte, ne? Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich darin ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Nur der Gestank könnte auch eventuell ganz gut passen. Wobei es auch andere Gründe geben könnte. Was lag da? Ach so. Diese Stadt so demoliert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Ich sehe keine Wolves. Nein. Oh, wie das cool ausschaut. Freuen wir uns nicht zu früh. Wie das cool ausschaut hier.
Willst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Bergauf. Mhm. Wow. Er Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Das ist ein Kanifizierter. Ich wette, er ist dadurch. Oder? Nicht, na. Doch, Wanna. Glaube ich eher. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht da lang. Oh, Stopp. Oh. Stolperdraht. Ach, shit. Rote Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Mhm. Ein falscher Schritt. Ja. Mhm. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, ich möchte da jetzt nicht. Oh, ich muss, ne? Das war laut. Haben wir irgendwo einen Stein hier gehabt? Ich glaube ja, hier war irgendwo ein Stein. Da. Okay, wenn jetzt einer drin gewesen wäre, das hätten wir wohl gehört. Spätestens jetzt. Okay. Oh, Alter. Vorsicht. Pass auf, Dina. Ich muss in eine Kampfsportschule oder so. Hier kämpft keiner mehr. Toll, hat's hier gelohnt. Bisschen Radau zu machen. Rebecca, inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht fassen, dass du dich mit diesen verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einer meiner Nachbarn getötet. Sie zerrten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor sein eigenes Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Damals habe ich ihn dabei erwischt, wie er eine Zeitschrift aus meinem Laden klauen wollte. Ich war die Erste, bei der er sich geoutet hat. Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen, bevor er starb. Ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf. Möge der Strom ruhig sein. Möge sie mich führen. Ich werde erstmal zur Hütte gehen und überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich hoffe, du kommst wieder zu Verstand und triffst mich dort. Fran. Mhm. Jetzt lernen wir immer mehr über die kennen. Nach und nach immer eingeführt. Boah, ich dachte, da steht einer. Also neben. Boah, Alter. Hör auf! Ein paar Spinte, die spinnen hier so rum. Aber wir können nicht reingucken. Schade. Eine Werkbank. Sie haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch.
Das wäre dann der Silberstreif. Uah, Vorsicht. Mehr von dem Zeug. Huh. Feel her love. Mhm. Die kann man echt so von schlecht erkennen. Geht's dann dahin? Oh, Vorsicht. Das hohe Gras macht mich nervös. Oh, Junge. Ja, die sind schwerer zu sehen. Ja, gute Idee. Ach, guck mal, die sind noch heil. Was? Wieso sind die noch heil? Wow. Was für ein stabiles Glas. Oder da ist nie einer gegen geschossen. Aber... sie sind noch heil. So, hier hätte eine gute Karte liegen können. War aber nicht so. Okay, wir können drum herum gehen. Was haben wir denn hier? Ein Antiquitäten-Shop. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Sind wir nicht alleine? Ach, guck mal, eine schöne Tiffany-Lampe. Also schon richtig... Ah, guck mal da, und eine Karte. Da liegt sie dann doch noch. Nicht im Bus, aber hier vorne. Ich höre dich. Ich weiß, dass irgendwas da drin ist. Bizarrebra. Echter Name Baha Reza. Intelligenz 80, Muskelkraft 100. Zugehörigkeit keine. Der junge Baha Reza stand eine strahlende Karriere als Wissenschaftlerin bevor, aber ihre Arbeit als Assistentin von Dr. Ackman endete in einer Katastrophe. Bei einem von Ackmans eigenmächtigen Experimenten kam sie mit einer frühen, gefährlichen Form seiner kraftgebenden Rezeptur in Kontakt, die alle ihre Muskeln sogar in ihrem Gesicht enorm anschwellen ließ. Ihre unglaubliche Kraft machte sie zu einer Gefahr für andere und sie wurde zu einer Ausgestoßenen. Jahrelang sann sie allein auf Rache, doch vor kurzem fand sie in der betagten, zerbrechlichen Naledi The Useful eine Freundin und Verbündete. Ein erneuter Beweis dafür, dass Gegenstände nicht anziehen. Neutral. Mhm. Ja, das Lesen macht mir gar nicht mal so einfach. Wenn man hier so das Helle, ne, also das Licht, das scheint da manchmal schön drauf. Ich könnte es zwar ausmachen, nur dann liest man so schlecht, aber naja, es geht irgendwie. Und das hier hört sich nicht gut an. Das hier hört sich nicht gut an. Da ist noch ein Zettel. Aha. Gott. Oh, der Arme. Der Arme. Ist alles okay? Ja. Ja. Oh, warum ist er jetzt tot? Urplötzlich. Hä? Warum stirbt die jetzt hier urplötzlich? Jahrelang da drin, immer am Leben sozusagen. Und jetzt plötzlich? Okay. Gut, haben wir uns ein paar Schüsse erspart. Wir gucken erstmal hier nach. Das war aber jetzt strange. Wir verleben wir noch. Was haben wir denn da? Oh, safe. Sieh zu, dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern
von Stacys Telefonnummer genommen. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. 206-555-01 und die letzten beiden Zahlen fehlen. Stacy ist die 33. Du willst Spaß haben? Ruf Stacy an. Oh weia. Ja. Ob die Nummer echt funktioniert? In der heutigen Welt? Hat man ja manchmal, ne? Bei Fallout 4 war es ja auch, ne? Der am Kühlschrank, die Vault-Tec-Line, konnte man ja echt anrufen. Ob es mittlerweile immer noch so ist, weiß ich nicht, aber das war damals so. Da lief dann eine Bandansage. Ob diese Nummer funktioniert? Wer weiß. Könnt ihr mal testen. Und mal in die Kommentare schreiben. So, ein Safe haben wir hier also. Da ist er. Also 3-3. Und ein paar Pillen. Oh ja. Dann machen wir mal direkt mal hier weiter. Perfekt. Verbesserte Medikits. Rauchbomben. Ich wollte hier weitermachen, ne? Ich bin so blöd. Na egal, komm, die nächsten Pillen. Naja, was soll's. Also. 33 müsste das dann sein. Wir gehen nochmal ganz kurz. Oh, okay. Wahrscheinlich müssen wir das ohne. Das ist zu lang, oder? Wahrscheinlich müssen wir die ohne Vorwahl machen. Ich mache mal kurz ein Foto davon, damit ich nicht. Warte mal. Ist genauso wie damals mit dem Hund im Supermarkt. Dem Mitarbeiter des Monats. Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass es der Hund war. So, jetzt gucken wir mal. 333 am Ende. So, was müssen wir hier eingeben? Okay. Wir haben 6 Stück. Das heißt 55 0133 wahrscheinlich. Probieren wir es mal. Die Gefolge könnte noch ein bisschen länger werden. Aber wir machen gleich mal einen Folgenbreak. 01 33. Na bitte. Geht doch. Sehr schön. Aber leider sind wir komplett voll. Aber das Safe, wir mussten ja öffnen. Wir mussten ihn ja öffnen. So, ich bin auch komplett voll mit der Energie. Ich kann noch nicht nachladen. Leider nichts anderes drin, außer Munition und Minipack. Naja. Danke, Stacy, für den Hinweis. Also für deine Nummer. Und Dankeschön für diesen Hinweis. Was haben wir denn da? Missing Cat. Gut. Haben wir das hier, glaube ich, alles. Den Safe haben wir gefunden. Und jetzt vorsichtig wieder hier raus. Auf dem Weg, den wir gekommen sind. Wir müssen noch eine Werkbank aktivieren. Vorsichtig, vorsichtig. So, wir müssen eine Werkbank aktivieren. Und ein bisschen schrauben. Dann gucken wir mal, was können wir machen. Wir haben nicht viele Teile, aber wir können hier ein bisschen was machen. Ja komm, machen wir es mal. Gönnen wir uns mal den Rückstoß. Perfekt. Wer weiß, wozu es gut ist. So, da haben wir die ganze Truppe zusammen.
des Kampfsports. Stimmt, da war was, ne? Warte mal. Wir mussten ja mal durchgehen. Entweder den Draht da draußen auslösen oder das Fenster hier ein. Oder das Fenster da einschlagen. Das war beides möglich. Schon sind wir auf der anderen Seite. Oha, Vorsicht. Alter. Junge, Junge. Viel Hörlauf. Mhm. Vom Alter her könnte es hinkommen mit der Schauspielerin. Oh, ein Durchgang. Sehr schön. Das haben sie alles sehr gut vermiemt hier. Schön vermiemt. Man muss echt aufpassen, wo man hinläuft. Okay, da. Oha. In dem Matsch. In den Matsch. So, die Folge wird ein bisschen länger werden. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich wollte es hier jetzt nicht einmal cutten. Wir machen gleich vor dem TV-Studio mal kurz einen Stopp. Okay, jetzt muss ich einmal kurz. Boah, Alter. Schlau. Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Mhm. Glaubst du, das hat jemand gehört? Das war ziemlich laut. Augen offen halten. Das kann aber ein Infizierter gewesen sein. Mein Gott, diese Anspannung hier. Okay, nochmal. Was so schön war. Mein Gott, wie im Krieg hier. New Channel 13. Gleich da. Boah, cool. Die Blicke müssen sein. Oh nein, schon wieder. Gut abgesichert hier. Gut abgesichert. Das ist nicht gerade unauffällig. Das stimmt. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Mhm. Gut möglich. Mann, ich muss da rein. Ja, kommst du auch. Geduld du haben musst. Kommst du hier? Okay, abgeschlossen. Gut, das war's wohl. Jetzt sind wir da. Da ist er. Leise jetzt. Sagt die, die am meisten Krach macht. Sein. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Mhm. Aber wir machen jetzt hier erstmal einen Folgenbreak. Nächste Folge geht's mal weiter. Gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Gerne mal einen Daumen da lassen, wenn es gefallen hat. Und ein Abo mit Glocke wäre noch besser und schöner. Ja, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht's weiter. Das war eine bisschen längere Folge, aber ich musste mal hier mal einmal durchgehen. Ohne Cut. Das passt am besten. So, nächste Folge geht es dann ins TV-Zentrum. Ins TV-Center, ins TV. Ja, was ist hier? So ein Fernsehsender, ne? Genau. Ich bin gespannt.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleib dabei, wenn du neugierig bist, wie es weitergeht bei mir. Also, ciao und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.